Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Nevermoon 2. Wir stehen hier beim Himmelsspiegelsee. War ich richtig ausgesprochen? Ich denke schon. Und haben da die ganzen Prüfungen, die einfach nur dadurch bestanden, dass Ellen die richtige Zauber irgendwie sprechen muss, bestanden. Ja. Und die Zauber, die ich bei Ellen hier gar nicht mehr will, die tue ich sofort wieder raus. Oh, teilweise Genesung. Das ist mal ganz gut, wenn man das einmal drin hat. Genesung brauche ich noch nicht. Okay. Alle mir nach. Das Rasten war komisch. Hallo Himmelsspiegel. Dies ist der Himmelsspiegel. Kommt seinem Wasser nicht zu nah. Es kann Uneingeweihte schockieren. Ich muss mich einen Moment konzentrieren. Dann versuche ich, die Druiden aus dem Niewinterwald zu rufen. Ich muss nur diese Gabe ins Wasser des Himmelsspiegels legen. Dann müssen wir warten. Eleni? Kind, seid ihr es? Ältester Naven? Könnt ihr mich hören? Ja, Kind. Wo seid ihr? Ich berühre das Wasser des Himmelsspiegels, doch ich wollte die Druiden aus dem Niewinterwald kontaktieren, nicht einen meines Zirkels. Ich bin lange und weit gereist. Wenn auch vielleicht nicht so weit fort vom Sumpf wie ihr. Und bin erst kürzlich an die Schwertküste zurückgekehrt. Eleni, wer ist das? Dies ist der älteste Naven, einer meines Zirkels. Er gehört ihm beinahe so lange an wie Vashni und die anderen. Doch ich wusste nicht, dass er den Sumpf verlassen hat. Er kann euch nicht hören. Doch ich kann ihm eure Fragen übermitteln, wenn ihr es wünscht. Ältester Naven, warum seid ihr gereist? Und wo sind die Druiden des Niewinterwaldes? Mein Weg war sehr lang. Was ich gefunden habe und was nicht, beunruhigt mich. Wie ihr konnte auch ich die Druiden aus dem Niewinterwald nicht kontaktieren. Ich vermute, sie meiden mich oder haben sich ganz von anderen abgeschnitten. In Niewinter begegnete uns einer, der nach einem vom Zirkel des Sumpfes suchte, nach euch oder mir. Doch er fand niemanden, nicht einmal den ältesten Vashni. Beunruhigende Nachrichten. Sie sind Teil des Grunds, der mich hertrieb. Ich bin zurückgekehrt, da ich spürte, dass mit dem Sumpf etwas nicht stimmt. Ich konnte keinen der anderen Druiden erreichen. Dieses Gefühl aus dem Sumpf, es ist wie ein schwarzes Schweigen, das sich in Madeline ausbreitet. Und auch durch die Augen der Tiere und Vögel zu sehen, war vergebens. Ältester Naven, wir haben einen vom Zirkel des Sumpfes gefunden, Kaelil. Er war wie im Wahn und wir mussten gegen ihn kämpfen. Was? Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht, Ältester. Ich fürchte, es hängt mit dem zusammen, was im Sumpf geschieht. Und er sagte, dass unser Zirkel verloren sei. Wenn ja, dann könnten wir die zwei Letzten sein. Wir wollen es mit eigenen Augen sehen. Die Nachricht von Kaelil betrübt mich. Gab es keinen anderen Weg? Ältester, Kaelil war wahnsinnig. Er hatte die Tiere der Jungfernlichtung getötet und in Stücke gerissen, als er in der Gestalt eines Bären gefangen war. Beunruhigend. Dieser Akt der Barmherzigkeit war sicher nicht leicht für euch, Eleni. Ältester Naven, wir kamen her, um die Wissenshüter des Niewinterwaldes zu fragen, ob sie um die Geschehnisse im Sumpf wissen. Wir fürchten, was auch immer im Sumpf geschieht, könnte mit einigen silbernen Fragmenten zusammenhängen, die wir haben. Silberne Fragmente? Wie das, welches das Dorfmädchen trug, das ihr beobachtetet? Ja, doch sie trug es nicht. Ich glaube, es war in der Nähe des Dorfes versteckt. Er barg es aus den Illefarn-Ruinen. Was für ein merkwürdiger Zufall. Vielleicht aber auch nicht. Die Dunkelheit, die den Sumpf verhüllt, ähnelt den Geschehnissen aus der Zeit, in der diese Splitter entdeckt wurden. Während des Krieges gegen den Fürsten der Schatten drang eine ähnliche Dunkelheit in den Sumpf ein, wenn auch nicht so dicht. Kann er zurückgekehrt sein? Es wurden viele Schlachten im Sumpf und an seinen Grenzen geschlagen, eine sogar in Westhafen. Eleni, ich muss meine Reise in den Sumpf fortsetzen und herausfinden, was mit Vashni und den anderen geschehen ist. Selbst wenn sie tot sind, muss ich es mit meinen eigenen Augen sehen. Und ich muss mehr über diese Bedrohung und die Splitter erfahren, von denen ihr sprecht. Natürlich, ältester Naven. Das Glück sei euch hold, Eleni. Ich weiß um eure Wacht, doch nun müssen wir den Blick wieder aufs Wesentliche lenken. Das Land, das wir hüten. Ich weiß, ältester Naven. Vergebt mir. Ich werde euch rufen, wenn ich mehr weiß. Ich werde einen Boten senden. Ihr werdet es wissen, wenn er ankommt. Bis wir uns wiedersehen, Eleni. Hütet euch vor den Schatten. Himmelsspiegel still. Nichts spiegelt sich in seinem Wasser.
Hier können wir nichts mehr tun, fürchte ich. Etwas stimmt nicht. Die Geister versammeln sich. Wir müssen aufbrechen. Wir sind hier nicht willkommen. Na super. Dann greifen wir doch ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Du kannst doch überhaupt nichts. Du zauberst mal das. Alle mir nach. Melanie kann in meine Rindenhaut verpassen. Eine Spinnenhaut direkt. So. Jawohl. Spinnenhaut muss Cora unbedingt noch lernen. Der ist für Magier auf diesem Level. Die ist auf der für die Magier auf diesem Level sehr hilfreich. Wie gesagt, ich buffe meine Magier immer damit, wenn sie in den Nahkampf kommen oder so dumme Aktionen machen wie Cora letzte Folge. Damit die halt nicht sofort sterben. Okay, da ist ein Ghoul. Fällt mir ehrlich gesagt nicht. Ratte-Grüße ist doch scheißegal. Untote, die hauen wir doch platt. Doch, da spende ich jetzt auch keine Zauber für. Und Wasser-Elemental schon dahin. Aber jetzt mal ehrlich. Ich deaktiviere bei dir jetzt die Nahkampfangriffe. Ja, bitte. Einfach damit sie nicht immer in den Nahkampf rennt. Das ist nämlich sehr doof. Huch, Wasserelementar. Na toll, dass ich eine Feuerwaffe habe. Bringt ja gegen den gar nichts. Jetzt komm schon. Okay, ich kümmere mich um den Ghoul. Die Wasserelementare können sich die anderen kümmern. Sag mal, Korba, hast du keine Lust? Hier, Eisex schwachen Geschosshagel. Wie? Richtig zaubern? Alle Krieger benötigen die keine Bewegung. Keine Ahnung. Also sie soll auf jeden Fall mal zaubern. Sofort stehen bleiben. Ja, nimm dies. Hä? Geht nicht. Nimm dies. Also ich bin gerade etwas planlos, warum Cora nicht mehr zaubern will. Das war vorher nie ein Problem. Vorher haben die die ganze Zeit nur gezaubert. Mein Gott. Ach, ich muss sogar, glaube ich, noch irgendwas ändern. Das war wieder auf Hardcore. Weil für das Add-on nämlich ausgestellt, weil, keine Ahnung, wenn man dann Magier spielt mit Massenvernichtungszauber, das ist sehr, sehr nervig, wenn man die nicht alle einsetzen kann. Weil, dass man das hier ausstellen kann, den Flugschaden, das will ich nämlich jetzt machen. Obwohl es, wie gesagt, auch ein bisschen mehr Spaß. Oh, hallo. Alle mir nach! Kannst du mal wieder tarnen. Mal tarnen. So. Dann sagen wir Hallo, Schattenpriester. Druiden, wir sind hier, um euch zu holen. Ihr habt uns im Land gespürt. Spürt nun den Hauch der Dunkelheit auf euch. Was haben die denn für Probleme? Warum wollen die denn Elani? So, einmal ein Hammer der Götter rein. Verdammt, die sind alle... Das trifft jetzt nur den, ne? So. Ich hab hier doch noch... Nein. Wähl ihn mal ab. Hier, Glyphe der Abwehr. Die jetzt total verschwendet ist. Geht. Ah, Crowbar zaubert wieder. Was ich sehr gut finde. So, auf gemäßigt zaubern, na, zaubern die scheinbar nicht mehr. Interessant. Warum auch immer. So, hier, den kannst du mal unterkühlen. Was denn noch? Kannst du mal hier hinstellen und ein Gebet sprechen? Das, naja. Ein Nischgard ist auch abgekriegt. Und der ist jetzt auch gleich Geschichte, jetzt mal ehrlich. Das dauert doch nicht mal lange. Geht dauert es vielleicht doch, wenn wir nicht treffen. Ja, scheint so zu sein. Ihm verursachen wir mal eine schwere Wunde. 12 Schaden, na super. Geht den der Crower jetzt erledigt?
Der Priester hier hat die Hüter des Himmelsspiegels herbeigezaubert. Doch der Weg ist verborgen. Wie ist er hierher gelangt? Wir müssen fort. Wenn wir bleiben, könnten andere kommen. Was ich doof finde, ist, dass Elanis Charakterquest mit den Droiden hier an dieser Stelle komplett abbricht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Spoiler, aber wir werden jetzt dieses und das nächste Kapitel überhaupt nichts mehr von Elanis Droiden hören. Es wird nie angesprochen, wieder gar nichts. Er ist auf einmal tote Hose und erst ganz am Ende kommt es wieder. Das finde ich echt, finde ich doof gemacht. Das wirkt sehr unfertig. Weil ich das Gefühl, als hätten die ja irgendwie noch was rausnehmen müssen, bevor sie das Spiel fertiggestellt haben. So wie bei, Star Wars Knights of the Old Republic 2. Da musste Obsidian ja aus Zeitgründen auch so viel rauscutten, weswegen das Spiel ja auch bei vielen nicht ganz so beliebt ist wie der erste Teil. Ich mag ihn trotzdem mehr. Ja, aber genau dieses Gefühl habe ich hier teilweise auch, dass hier manche Charakterquests und so sehr unfertig sind. Weil sie sehr schnell dann irgendwie angesprochen werden. Ich finde das ja eigentlich spannend mit den Druiden, nur es wird jetzt einfach abgebrochen und das finde ich nicht toll, muss ich ehrlich sagen. Ich will auch keine falschen Hoffnungen machen, dass es jetzt irgendwie voll krass hart weitergeht. Das tut sie mir nicht. Ist denn viel gebracht an Erfahrung? Nee, eigentlich nicht. Man hätte es früher machen müssen, eigentlich. Aber egal. Bei dir kann ich mal was verkaufen. Nein, warte. Eben mal schön bei Sam verkaufen. Ist halt nämlich das Doppelte. Nischka schlendert hier so rum. Meine, eben in der Folge. Ihr könnt es auch außerhalb der Folge machen. Aber weit in dieser Folge kommen wir auch nicht mehr. Und da können wir uns die nächsten beiden Folgen direkt um, den Waffenschmuggel in den Hintergassen kümmern. Und ja, ich finde, das lohnt sich jetzt auch nicht in dieser Folge jetzt auch eben damit anzufangen. Deswegen, hallo Sand. Sand. Wieder zurück und, oh, ihr habt einen Besucher von der Akademie bei euch. Ich gehöre nicht zur Akademie, ich habe sie verlassen. Waren die Studien zu anstrengend? Nun, ihr habt immerhin eure eigene Entscheidung getroffen. Andere hatten nicht das Glück, dieses Angebot zu erhalten. Ob die Studien zu anstrengend waren? Ich musste nicht studieren. Ich beherrschte die Magie bereits. Ah ja, ihr seid eine Hexenmeisterin. Ein Naturtalent. Wer ist dieser Elf? Er hat ein großes Maul für einen Händler. Haltet ihn lieber im Zaum, oder ich brenne seinen Laden nieder. Wenn ihr das Gebälk entzündet, entzieht euch das Gebäude eure eigene Energie, bis ihr wimmernd am Boden liegt. Ventins Abfluss, wenn ihr mit dem historischen Kontext dieses Namens vertraut seid. Geschichte hat mich nie interessiert. Genau wie die Bücher der Akademie. Ach, dann behaltet eure Drohungen für euch, bis sich das ändert. Wie kann ich euch heute dienen? Habt ihr was zu verkaufen? Also ich denke irgendwie, dass Sand doch ein bisschen mächtiger ist wie Quora. Habe ich so das Gefühl. Das hat sie durch den Anhänger der Weisheit mehr Leben bekommen. Ach nein, weniger, weil Zahrans Amulett Konstitution gab, aber egal. Nur sie wohl aus Alchemisten, das kannst du gerne haben. Schlagende Lederrüstung auch. Wie kann ich euch helfen? Es erscheint mir ja alles so ein bisschen kleiner, die Anzeigen. Als vor dem Add-on. Jetzt ist morgens. Können wir ja mal verkaufen. Was ist los? Hol dir nämlich eh noch ein schweres Schild. Ja, ich hab plus 2, den kannst du gerne mal behalten. Ein Rapier brauche ich nicht. Und Langschwert plus 2, das brauche ich mal lieber. Das trage ich plus 1. Ich behalte es trotzdem mal. Da habt ihr stinkende Wolke, kann weg, den setze ich eh nie ein. Hier, diese Diamanten können auch alle weg. Hattemantel. Was ist los? Braucht sie nicht mehr, weil sicher. Ich kommen noch Charaktere, die könnten auch Charisma gebrauchen. Dann behalte ich den erstmal. Trank Segen, als wenn ich den jemand benutzen würde. Vampirpfeile sind zwar gut, aber ich habe keinen Bogenschützen. Malachit, weg damit. Brauche ich auch nicht mehr.
Hier. Willst du mal alles nehmen? Okay, Zeit ist abgelaufen. Deswegen beende ich hier diese Folge, verkaufe den Rest offscreen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Neverwinter Nights 2.